Stream von Guild Wars 2. Heute den ganzen Tag nur lebendige Geschichte, Erfolgsjagd. Ich starte einfach mal. Ich will heute mal die ganzen Erfolge noch schaffen. Ich sehe die Erfolge eigentlich als Herausforderung als statt als Erfolgsjagd. Aber gut, bei Guild Wars 2 finde ich es gut, dass sie so viele Erfolge haben, weil das ist schon mal eine größere Herausforderung, als wenn ich Xbox spiele und dann nur kurz 1000 Gamerscore mache. Das ist ein Witz meistens. Naja, egal. Ich habe letzte Nacht noch ein paar Erfolge gemacht, weil manche Erfolge sind echt dadurch langwierig. Zum Beispiel ein Erfolg ist mit der Taucherbrille. Ich habe den gemacht und der ist nicht gerade leicht. Echt nicht leicht. Da bin ich. Musste das Jumping Puzzle hoch. Und ich muss ehrlich sagen, das Jumping Puzzle ist ein Witz. Ich kann euch gerne zeigen, wie das Jumping Puzzle geht. Das ist ein Witz, wie man das Jumping Puzzle machen kann. Werde ich gleich mal machen. Das Jumping Puzzle. Dann seht ihr mal, wie es geht. Die es noch nicht gesehen haben. Natürlich haben bestimmt die meisten es schon abgeschlossen. Aber ich denke mal, ich mach's einfach mal. So, ist die alte Diebin da? Nee, natürlich nicht. Schade eigentlich. Na gut, egal. Mal gucken, ist die Höhle offen? Wenn die Höhle offen ist, dann gehe ich nicht rein. Da drin kann man sich einen Esel schnappen oder keine Ahnung, irgendein Vieh soll man sich da suchen. Na toll, ist zu. Mist, verdammter. Okay, dann kann ich da erstmal nichts machen. Sandsturm trifft ein in 37 Minuten. Ich muss mal nachgucken, welche Erfolge ich noch hatte. Ach ja, den hier. Die Skrit-Anbecherin, weiß ich nicht, wo die ist. Treibsand überleben, da ist nicht gerade leicht. Ich hatte es gestern sogar noch ein paar Mal probiert, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich werde es aber trotzdem nochmal probieren. Vielleicht geht es ja doch noch. Ah ne, ich hatte eine andere Idee, wie ich es mit einem Kumpel machen kann. Fällt mir jetzt wieder ein. Der müsste mich dann, ich bin dann am Rand und dann werde ich mich da die ganze Zeit wiederbeleben lassen von dem, während ich auf dem Boden liege. Hauptsache ich lebe da noch. Vielleicht funktioniert das ja. Ich mache jetzt erstmal kurz das Jumping Puzzle. Dann sehe ich weiter. Ach genau, ich wollte mal gucken, wer so online ist. Niemand Besonderes. Schade, ich habe es nicht geschafft. Naja, egal, dann habe ich das Ding eben wieder verloren, macht ja nichts. Aber ich glaube, ich mache gleich Nightly, diesen Penner. Ich muss auch nochmal gucken, wo der war. Wenn ich mich irre, war er hinter mir. Irgendwo. Das mache ich dann auch gleich. Ich muss kurz die hier. Der Inkrad war wohl besoffen. Der hat sie mit Absicht umbringen lassen. Ah, das wäre Quarzkristall. Man muss ja auch eigentlich alle Münzen sammeln, aber die habe ich gestern schon gemacht. Das hat aber ewig gedauert.
Das Stamping Pass ist eigentlich richtig easy. Ich kann ja auch gleich mal zeigen, wo die Taucherbrille liegt. Scheiße, das war jetzt schlecht. Ah, fuck! Zum ersten Mal krieg ich's nicht hin beim ersten Versuch. Das ist ein Witz. Seien die mega easy, das Jumping Puzzle. Finde ich mega easy. Am Anfang habe ich es richtig schwer gefunden, aber als ich es dann gestern gemacht habe und den Taucherbrillenplatz jedes Mal wieder besuchen musste, weil ich da einfach jetzt nicht hingekriegt habe, bin ich. Was weiß ich, wie oft abgekratzt. Und da lernt man echt dann dazu, wie man es am besten macht, ne? Scheiße. Ups. Lauf, Schlampe! Lauf! Ich bin wieder Rang 1. Unverschämtheit. Ich war gestern Rang 2. Wird das immer wieder zurückgesetzt? Das ist eine Sauerei. So, jetzt habe ich's. Jetzt bin ich schon beim Jumping Puzzle fertig. Scheiße. Mist. Ihr habt da oben diese Holzplatte gesehen. Ihr müsst da ganz oben hin. Und dann seid ihr auch schon bei Taucherbrille. Ah, ich werde versuchen, nochmal da hochzukommen. Ist ein bisschen kompliziert. Weil man da sehr gerne abrutscht. Wie ihr seht, rutsche ich da gerne ab. Aber die Taucherbrille liegt da oben. Aber ich muss euch dann auch mal zeigen, wie man da springt. Das ist echt komisch. Wie man da springen muss, Alter. Ich habe da so viele Versuche gebraucht. Das glaubt man kaum. So viele Versuche, wie ich gebraucht habe. Scheiße, hier komme ich nicht raus.
Entweder springe ich hier runter oder ich bringe mich um. Na gut, ich bringe mich lieber um. Scheiße, schon wieder voll. Kann der mit einmal nicht voll sein? Verdammt. Scheiße, wie ich hier drin hab, da sitze ich noch bis morgen früh in Singapur. Voller. Naja, egal. Dann würde ich erstmal was anderes machen. Mal nachdenken. Ach ja, den Erfolg versuchen. Aber also, wie sage ich hier eine persönliche Wegmarke? Mal gucken, ob ich den Erfolg hinkriege. Ich weiß hier noch nicht mal, wo der Typ ist. Habe ich vergessen. Perfekt, das habe ich behalten können. Jetzt suche ich aber immer auf dieses Scheiß. Diesen Scheißort oder beschissene Typ ist. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Bin ich hier, glaube ich, immer hier richtig. Verdammte Scheiße, wo ist dieser beschissene Ort, wo ich den besiegen muss? Weißt du, Jungs? Ah, wo war dieser scheiß Nightly, wo ich den besiegen muss, diesen schwanzlutschenden Scheißkerl? Mistvieh. Links hier? Ups, falsch geklickt. Hier? Oder wo? Ja, gut. Wenn es da ist, dann gehe ich da auch hin. Oh, nicht die schon wieder. Lauf.